Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und es gibt gute Nachrichten in dieser Zeit des Zuhause-Seins. Huawei hat das P40 Pro vorgestellt. Und das wollen wir uns heute mal anschauen. Es sei dazu gesagt, dieses Video hier ist für Vodafone produziert, wie ja auch schon einige der vergangenen Videos. Das heißt, das ist eigentlich ein Video, was bei denen gepostet wird, aber ich darf es ein bisschen modifizieren und bei mir hier hochladen. Also wenn ihr daran interessiert seid, klickt einfach mal unten auf den Link, da kommt ihr zu Vodafones digitalem Featured Magazin und dort gibt es alle möglichen Neuigkeiten aller Art. Als allererstes fällt auf, das Huawei P40 Pro hat quasi keine Displayränder mehr. Es ist nur noch ein Display mit Kameraaussparung. Und dieses Display ist ein 90 Hz OLED Display mit einer Größe von 6,58 Zoll und einer Auflösung von Full HD Plus, also konkret 2640 x 1200 Pixel. Vorder- und Rückseite bestehen aus Glas, dazwischen gibt es einen Aluminiumrahmen und das Glas ist an allen Displaykanten hin nach hinten weggerundet. Deswegen haben wir auch so einen dünnen Displayrahmen. Als Prozessor kommt ein Huawei Kirin 99 zum Einsatz, der dem Ding Leben einhaucht. Der ist ein 8-Kern-Prozessor und hat 8 GB RAM. Dazu gibt es noch 256 GB Speicher, die bei Bedarf mit einer NM-Card erweitert werden können. Wir können den Slot der NM-Card allerdings auch für eine zweite SIM-Karte verwenden, sodass man sich entweder aussuchen kann, eine physische SIM, eine NM-Card oder vielleicht auch eine eSIM und eine NM-Card oder zwei physische SIM-Karten oder eine eSIM, eine physische SIM und eine NM-Card, wie man das möchte. Ein Fingerabdrucksensor sitzt natürlich auch noch im Display. Dazu haben wir dann einen 4200 mAh großen Akku, der uns durch den Tag bringt. Und wenn man trotzdem zwischendurch mal schnell laden muss, kann man das mit bis zu 40 Watt tun. Dann gibt es natürlich, wie der Name vom Prozessor schon sagt, 5G in jedem Huawei P40 Pro, wie auch Wi-Fi 6. Und es gibt IP68 Wasser- und Staubdichtheit. Das Huawei P40 Pro hat dieses Jahr wieder eine Leica Vierfachkamera und die braucht dieses Jahr doch ordentlich Platz, die ist ganz schön groß und deswegen haben wir auch einen etwas größeren Kamerahügel auf der Rückseite. Die oberste Kamera ist eine 40 Megapixel CineLens Ultra-Weitwinkel-Kamera mit f1.8 und optischer Stabilisierung. Diese Kamera ist eigentlich nicht unbedingt fürs Fotos machen gedacht, das kann man natürlich auch damit machen, aber sie ist optimiert, um damit Videos aufzunehmen. Da kommen wir dann nachher auch nochmal zu. Das merkt man zum Beispiel daran, dass sie keinen 4:3 Sensor hat, sondern einen 3:2 Sensor. Darunter sitzt die Ultra Vision Wide 50 Megapixel f1.9 Hauptkamera. Und diese Kamera hat es in sich. Sie hat einen sehr, sehr großen Sensor, nämlich 1 über 1,28 Zoll, was für ein Smartphone wirklich, wirklich riesig ist. Das bedeutet, die Kamera kann zum Beispiel mehr Licht einfangen, was weniger Bildrauschen bedeutet und eine höhere Dynamik. Jeder dieser 50 Millionen Pixel hat zwei Fotodioden, also insgesamt 100 Millionen Stück. Man fasst dann immer 4 Pixel zusammen, also 8 dieser Fotodioden, zum Octa-PD Autofokus. Dieser Autofokus soll nochmal deutlich schneller und präziser sein und zum Beispiel auch Gesichter besser erkennen. Darunter liegt dann die 5-fach Periscope Zoom Kamera mit 12 Megapixeln und einer Blende von f3.4. Das erlaubt also 5-fach optischen Zoom, 10-fach Hybrid Zoom und 100-fach digitalen Zoom. Alle drei Kameras, die ich bisher benannt habe, sind optisch stabilisiert, was natürlich ein großes Plus ist, weil man damit besser bei Dunkelheit Fotos machen kann und natürlich auch im Videomodus dann eine bessere Stabilisierung hat. Die vierte Kamera, die daneben sitzt, ist eine 3D-Tiefenkamera, die zum Beispiel helfen soll, um bessere Porträtaufnahmen zu machen. Auf der Vorderseite haben wir dann noch zwei Frontkameras, die beide 32 Megapixel haben und Videos mit 4K und 60 Bildern pro Sekunde aufnehmen können. Außerdem hat Huawei alle Algorithmen, die hinter dieser Kamera stehen, nochmal überarbeitet. Das heißt, wir haben weniger Bildrauschen, wir haben eine verbesserte Objekt- und Szenenerkennung. Wir haben einen verbesserten Porträtmodus, jetzt mit Haarerkennung. Und insgesamt soll diese Kamera bei jeglichen Lichtverhältnissen draußen, drin, Nacht, Tag sehr, sehr gute Fotos machen. Video gibt es in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde. Wir haben einen 4K-Timelapse-Modus. Wir haben Ultra-Slow-Motion mit bis zu 7680 Bildern pro Sekunde, was absolut krass ist. Wir haben jetzt einen Pro-Modus beim Videoaufnehmen, also so wie man auch schon die Pro-Modi von Handys kennt, im Fotomodus können wir jetzt auch im Videomodus da alles frei einstellen. Wir haben außerdem ein besseres Rauschverhalten und eine bessere Stabilisierung und HDR und noch vieles mehr. Und dann können wir noch bis zu 10-fach einzoomen.
Das Huawei P40 Pro kommt mit Android 10.0 und der Emotion UI 10.1. Und wie wir wissen, Huawei und Google-Dienste ist ja gerade so ein bisschen schwierig. Wir bekommen dieses Gerät also ohne Google-Dienste, dafür aber mit einer Menge Angebote von Huawei selbst. Zum einen haben wir natürlich die Huawei App Gallery. Das ist quasi der App Store von Huawei und dort gibt es schon eine ganze Menge Apps und es kommen auch jeden Tag neue dazu. Dann haben wir Huawei Video. Das ist eine App, in der verschiedene Sachen zusammenkommen. Also man hat dort zum Beispiel kostenlose Videosachen, wie zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen, man hat dort Streaming-Angebote und man kann natürlich auch Filme kaufen und sich ansehen. Und dann zuletzt haben wir noch Huawei Music. Huawei Music ist ein Musik-Streaming-Service mit über 50 Millionen Liedern und der wird für alle Huawei-Nutzer für die ersten 3 Monate kostenlos sein. Neu ist auch Huaweis MeTime. Das ist eine App, mit der man videotelefonieren kann. Und damit kann man halt mit Freunden, Verwandten, Bekannten Video chatten, aber man kann zum Beispiel auch sein eigenes Display teilen und Tech-Support geben, zum Beispiel, wenn jemand nicht weiter weiß mit einer bestimmten Sache. Und es gibt auch eine deutlich engere Verflechtung vom Handy mit dem Computer, dass man also einfacher Daten vom Handy auf den Computer bekommen kann und dann dort direkt weiter bearbeiten kann. Außerdem verspricht Huawei, dass sie das Betriebssystem so optimiert haben, dass man an möglichst vielen Stellen, wo man es sieht, die 90 Hertz des Displays auch wirklich unterstützt und zu sehen bekommt, zum Beispiel beim Scrollen im Browser oder durch die Apps oder bei Spielen zum Beispiel, aber dass die Akkulaufzeit trotzdem sehr, sehr gut sein soll. Ja, das ist das Huawei P40 Pro und alles, was man dazu wissen muss. Danke schon mal fürs Zusehen. Wie gesagt, eigentlich ein Video, was hier für Vodafone produziert ist, aber ich habe das Gerät jetzt hier und ich will es natürlich reviewen. Das heißt, wenn ihr irgendwas zu diesem Gerät wissen wollt, lasst es einfach unten in den Kommentaren und dann kann ich das im Review dann beantworten. Voraussichtlich kommt das Gerät übrigens am 2. Mai raus, was ja doch noch eine ganze Ecke hin ist. Aber mit der ganzen Corona-Geschichte, die da gerade am Rödeln ist, weiß man halt nicht so genau, wie sich die Zukunft genau entwickelt und wie es genau weitergeht. Aber 2. Mai ist angegeben, wo das Gerät rauskommt. Es gibt übrigens noch eine Pro Plus Variante, also P40 Pro Plus, was auf der Rückseite Keramik hat und dann nur in Schwarz und Weiß kommt. Ich glaube, nach Deutschland kommt auch nur das Schwarze und diese Farbe hier, dieses Grau. Und das Pro Plus hat noch eine Kamera mehr, hat nämlich dann 2 Zoom-Kameras, einmal eine 3-fach-Zoom-Kamera und eine 10-fach-Zoom-Kamera. Aber ja, das ist alles, was man zum Huawei P40 Pro wissen muss. Wie geht's euch eigentlich in dieser Corona-Zeit? Lasst mal ein Update da, ich würde das voll gern wissen, wie es euch Zuschauern geht. Einfach unten in die Beschreibung damit. Dann vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao.